Ja, hallo lieber Christian, zum Interview vor unserem nächsten Spiel auswärts in Balingen im Kaiserstuhlstadion am Sonntag, den 25.08. um 14 Uhr ist dann Anpfiff. War es eine Woche? Wir haben jetzt einige Zeit und mit einem Grinsen natürlich auf den Montagabend zurückgeguckt. Jetzt gilt es aber wieder den Fokus auf die Liga zu richten. Da liegt die erste Frage auf der Hand: Wie schafft man das und hat die Mannschaft schon den Pokalfight abgehakt quasi? Ja, ich glaube, hier läuft immer noch jeder mit Grinsen durch die Kabinen. Abgehakt, würde ich sagen, nein, du kannst sowas nicht so schnell einfach mal abhaken. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du sowas genießt, dass du sowas aufsaugst, dass die Jungs sehen, was alles möglich ist hier in Offenbach. Und dementsprechend haben wir natürlich auch am nächsten Tag ganz normal trainiert, haben auch gleich den Fokus auf Balingen gelegt, haben die Jungs halt auch nochmal darauf eingeschworen, dass wir jetzt bis Sonntag eine gute Trainingswoche hinlegen müssen, dass wir uns alles wieder neu erarbeiten müssen. Und ab Sonntag geht es dann so in diese 9-Punkte-Woche rein. Balingen, Hoffenheim, Barockstadt. Und ja, da wollen wir gucken, dass wir die Leistung auch auf den Platz kriegen. Balingen ist unser Tabellennachbar, hat ein Spiel mehr gespielt natürlich. Ist erstmal nicht gut in die Saison gestartet mit 2 Niederlagen, hat aber die letzten beiden Partien gewonnen. Was kommt da auf uns zu? Ja, also ich habe Balingen in Steinbach gesehen, habe das Spiel mir angeguckt und erstmal verdienter Auswärtssieg in Steinbach, haben es fußballerisch wirklich auch sehr gut gelöst, war jetzt keine Bolzerei oder so, standen kompakt, haben flach ausgespielt, man hat deutlich auch eine Idee gesehen, wie sie spielen wollten und haben hinten raus nochmal ein schönes Kontertor auch gemacht und verdient in Steinbach gewonnen. Also es wird schon eine Aufgabe in der Liga, die uns alles abverlangen wird. Ja, wir wissen auch im letzten Jahr, dass wir da auswärts ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber dann trotzdem verloren haben. Haben mit Sonnenwald, Diakité halt auch 2 gute Stürmer, die schon Bälle halten können, wo es halt auch immer wieder über Steilklatsch und in die Tiefe geht. Gute Konterspieler und Spieler auch, die die Bälle festmachen können. Und ja, da müssen wir aufpassen, dass wir da halt auch nicht in diese Kontersituation reingeraten. Mir ist wichtig, dass wir in diesem Spiel eher auswärts halt auch unsere Qualität auf den Platz kriegen. Wenn ich die Jungs im Moment im Training sehe, wie sie spielen und mit welcher Spielfreude vor allen Dingen sie spielen, müssen wir das auf den Platz kriegen. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, bin ich da auch nicht bange vor, dass wir irgendwelche Nachwehen aus dem Pokalspiel haben, sondern eher voller Fokus auf die Liga und den nächsten Dreier zu holen. Jetzt müssen wir doch mal einen Mini-Rückblick nochmal machen aufs Pokalspiel. Ein paar Journalisten und Zuschauer waren überrascht vom System und auch von der Startelf, die du gegen Magdeburg aufgestellt hast. Auch eine Variante gegen Balingen jetzt? Nein, ich glaube, du kannst die beiden Spiele jetzt nicht vergleichen. Magdeburg wussten wir halt, den Gegner kannst du halt auch sehr gut lesen, weil sie wenig in ihrem Spiel verändern. Und deswegen war für uns klar, wie wir auch dagegen spielen wollen. Meistens ist dann nur die Überlegung, mit welchem Personalmast es. Ja, sind auf Fünferkette gegangen gegen den Ball und mit Ball auf Viererkette, ganz normal auch in unserem System. Ja, ich glaube, dass es in diesem Spiel gut aufging. Auch Dima sich dann sehr gut eingefügt hat und auch defensiv sehr gut mitgearbeitet hat. Aber im Balingen ganz anderer Gegner, ganz anderes Spiel. Vor allen Dingen auch ganz andere Rollen, denke ich mal. Auch wenn Balingen jetzt mit einem Punkt vor uns in der Tabelle ist, heißt es, genau das auch wegzumachen und nach Balingen zu fahren mit der Euphorie, mit der Unterstützung der Fans, was am Montag grandios war. Und damit können wir halt auch Berge versetzen. Das hat man deutlich gesehen. Und mit dieser Unterstützung im Balingen 3 Punkte zu holen. Zum Schluss bitte noch ein personeller Überblick. Staude, Rossmann und glaube ich auch Breitenbach ist relativ klar, dass sie noch ausfallen. Gibt es sonst noch irgendwelche Ausfälle? Jan Urbich, ne? Das sind die 4 Langzeitverletzten letztendlich, die du gesagt hast. Wobei Breitenbach, denke ich, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und dann auch wieder voll zur Verfügung steht. Er arbeitet in der Reha auch auf dem Platz schon sehr gut. Und wenn er Dienstag ins Training einsteigt, dann wird er auch relativ schnell auch wieder eine Alternative für den Kader sein. Vielen Dank dir. Dann freuen wir uns auf Sonntag. Gerne.